Hallo und herzlich willkommen zurück bei Freeman. Wir haben die Leute hier mal ein bisschen versucht zu kriegen, damit wir halt auch einen kleinen Kampf mal haben wieder. Und wir unsere neue Waffe testen können. Das war ja so das Wichtigste. So, die Gegner kommen hier an. Ich würde mich da links in den Wald verziehen. Und die Leute da versuchen mal wegzusnacken. Als allererstes heilen wir uns. Wir haben ja genügend Heilmittel. Schwubblewupp. Einmal. Nehmen wir noch eins. Nein. Das bleibt da. Das nehmen wir auch mit. So. Wir haben eine normale SMG. Und wir haben die hier. Jetzt bin ich gespannt, ob die M4... Ist eine M4, oder? Ich hoffe, dass es eine M4 ist. Wenn ich dann eine M16 oder so... Dass die zumindest richtig schön wehtun kann auf Dauer. Ja. Das war jetzt so... Durch, was ich gerne hätte. Weil wir hatten ja eigentlich eine. Oh, moin. Okay, die macht sehr viel Schaden schon. Ne? Und die ist gut zu führen. Okay. Das ist die Waffe, die ich erstmal haben wollte. Das ist eine der Waffen, die ich schon mal haben wollte. Okay, das ist schon mal eine sehr gute Wahl gewesen, die hier. Die trifft sehr gut, die ist sehr genau. Und ja. Ist genau die Waffe, die ich haben wollte. Jetzt haben wir noch zwei Gegner. Hallo? Jemand, der mich anschießen möchte? Also ich finde, die Waffe ist schon ein bisschen fast overbalanced. Ah. Okay, komm her. Okay, sehr gut. Die Waffe ist schon mal eine, die ich haben wollte. Puh. Dafür, dass wir hier fast niemanden getötet haben, in Anführungsstrichen. Jawohl. Ich gehe auf Constitution. Zacko. Damit können wir Inventory und Marching Speed ein bisschen hochleveln. Und ich würde gerne hier 103. Merkt's euch. Damit haben wir ein großes Inventory, das war ja sowieso schon immer sehr wichtig. Auto-Equip. Wir leveln die Leute mal hier hoch. Ich merke gerade, wir brauchen wieder neue Leute. Also wir haben wahrscheinlich ziemlich viel dabei, was wir eigentlich verscherbeln könnten an die. Von daher würde ich sagen, wir holen uns neue Leute. Und wir sind ja jetzt auch schon mal stärker, das ist... Ja, da freue ich mich schon mal drüber. Also die Waffe hat es echt in sich gerade. Mit der hätte ich vielleicht auch so ein bisschen die Terroristen besser abknallen können. Und das Leveln. Wir können die noch richtig hochleveln tatsächlich. Und das ist halt auch ein kleiner Vorteil, den wir haben. Wird es hier einen Fight geben? Ich hoffe nicht. Und wenn doch, dann niege ich die alle um. So, ich verkaufe schon mal so ein bisschen. Hier wischt er. Wir haben nämlich wieder zu viel dabei. Wobei wir unser Inventory gerade aufgebessert haben. Hier, das kann weg. Die bleiben. Genau. Ah, hier ist eine M16 zum Beispiel. Die könnten wir schon nehmen. Die macht noch mehr Schaden tatsächlich. Aber wir wollten ja eine mit 9 mm. Ich würde die hier sogar jetzt nehmen. Weil die ein bisschen stärker ist. Und falls wir wirklich keine Munition mehr haben, dann haben wir die hier. Ja, machen wir. Ist ein Deal. Ist ein wirklich guter Deal sogar. Zack, 8 Schaden mehr. Gleich eine bessere Waffe dabei. Alle Dude. Passt. Ah ne, Moment. Die behalten wir. Close it. Barracks. With Equipment, without Equipment. Wir holen uns mal ein paar Leute dazu. So. Zack. Jetzt haben wir aber mal richtig wieder zugeschlagen. Ja. Bam. Auto-Equip. Passt. Kann man die nicht einfach so... Right-click. Nee, kann man die nicht so? Nee, schade. Das wäre nämlich ganz schön, würden wir die einfach nur so rüber schmeißen können. So, Auto-Equip. Einer hat schon mal eine Rüstung, das ist sehr gut. Wir können zwar die letzten Newbie 1 und Newbie 2 nicht wählen zum Kampf, aber das macht gar kein Problem. Die werden uns noch richtig helfen. Okay, krass, das sind ja alle hier. Irgendwie Level Up oder so. Wir machen mal eine ganz kurze Pause hier in dem Hotel.
Aber nur damit wir ein bisschen Zeit vergehen lassen können, damit die Leute ein bisschen aufheilen und sowas, ne? Und dann holen wir uns. Und damit es hell wird. Und dann holen wir uns die nächste Banditengruppe. Okay. Chanzol? Nein. Cancelled. Terroristen, zu viele. Hier sind nur noch 22 Terroristen. Boah, ich bin so hart am Struggle mit mir. Nein, Terroristen sind zu stark. Nein, ich darf das nicht nochmal machen. Die könnten wir tatsächlich, oh, weil die haben Stufe 6. Ja gut, das geht ja noch. Ja, wobei, wir verbessern erstmal unsere Leute. Beziehungsweise wir holen uns erstmal, ja, neue Sachen dazu. Moin, dich hole ich mal. Hold on, prepare to battle. Wir nehmen aber auch nur zwei Teams gerade. Die hier, wie ich ja schon gesagt habe. Die dürfen kämpfen. Der Rest nicht. Aber wir sind halt auch super stark im Moment. Also von daher würde ich mich da jetzt auch noch nicht so. Ich würde mich höchstens hier jetzt verstecken. Und wir kommen. So, die haben die hier, wir haben die hier. Passt perfekt. Mehr brauche ich nicht im Moment. Ich laufe in die richtige Richtung. Ich habe gedacht, jetzt laufe ich in die falsche Richtung. Wieder der einzige Hayo auf dieser Welt, der in die falsche Richtung läuft, so. Das wäre so typisch der Alex-Move, Alter. Okay, wo sind die denn? Bin ich... Ach, da rechts. Moin! Da wird schon wild gefeuert. Aha. Aha. Tot. Okay. Runter mit dem Kopf. Oh fuck. Puh, weg hier. Fuck! Die haben mich getroffen noch. Wir greifen trotzdem nochmal. Haben die mich gerade erwischt. Uff, Allah. So, wir mal schön nochmal vor. So, und so, und zack, und... Ich heil mich. Die müssen halt auch mal schönere Sachen bekommen hier. Mehr Camouflage und sowas. So, okay. Aber wir haben den Junge doch schon ein, zwei Mal getroffen jetzt. Oh, Bandits, free approaching. Okay. Ja, aber das ist jetzt echt blöd gelaufen. Also ich bin halt vorgerannt und die hatten mich alle im Feuer gehabt gerade. Vier habe ich getötet. Also man muss schon sagen, die Waffe ist schon echt heavy. Naja gut, drei mehr Banditen, das ist jetzt auch so blubber für mich. So, relativ unwichtig. Da habe ich einen Bandit schon wieder genau die gleiche Chance. Das war Blindshot. Das war echt ein Blindshot gerade. Ich versteck mich mal hier. Hinterm Baum, nicht vorm Baum. Mhm. Okay, also mit der Waffe bin ich viel besser. Ich bin herangereift zu einem echten Mann. Nein. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Alter! Ich geh gleich wieder drauf. Ich heil mich. Upsi. Gebt mal voll, Leute. Ihr kriegt die eher als ich gerade. Weiß nicht, warum ich gerade so ein Hayo bin. Der hockt irgendwo im Gras. Ich sag's dir. Weg ist er. Jetzt nervt er nicht mehr. Macht die Waffe vielleicht diesen großen Unterschied gerade? Also diesen wirklich... Das ist ein immenser Unterschied zwischen den Feuern. Weil die Waffe, die trifft richtig gut gerade. Die verzieht nicht, das ist keine GSG, G23 oder wie hieß die Waffe nochmal vom deutschen Militär, die nicht trifft. Das ist nicht so eine Waffe. Also die trifft. Und die trifft echt gut sogar. Hallo? Der ist tot. Aua. Moin. Der ist tot. Wo ist denn der Rest? Ich höre nichts.
Also ich sehe nichts, Mann. Sehen tue ich schon was. Alter, die trifft ja alles. Da ist noch irgendwo noch ein Heil. Ich habe 6 Schuss. Ich lad nach. Ah, da hinten irgendwo. So, weg. Doch, doch, die Waffe ist echt heftig. Und wir haben noch ein bisschen Platz sogar hier. Ein Bandit, den nehmen wir mit. Der kann uns doch auch mal was Gutes tun. Hier ist wieder ein Banditenlager. Hier ist Dubno in der Nähe, da gehen wir doch mal nach Dubno. Party. Genau. Auto-Equip. Zack, haben wir schon mal neue Leute. Sehr gut, dann bringen wir den Rest, den wir nicht brauchen, hier hin. Das schon mal weg. Ach, diese Musik macht mich gerade so. Ach, es erinnert mich immer an die ersten Folgen. Das ist hier nicht das erste Mal, dass wir dieses wundervolle Spiel spielen. Das ist ja schon ein bisschen länger her, als wir angefangen haben. Achso, ja genau. War Silprisenos. Ja, die 500, die können wir irgendwie gut anwenden. Wie sieht's denn aus? Wie viel kostet... Gut. Aber hier. Passt. 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 Uns fehlen halt die Waffen. Das ist also das Problem gerade noch. Wenn das erste Team genügend Waffen hat, dann... Wird das schon. Ich überlege mir aber auch gerade... Das nächste, was ich vielleicht mache, ist Agility. Oder Leadership oder Intelligence. Einfach nur, damit wir hier ein bisschen mehr Punkte bekommen. Aber tatsächlich so, Inventory war schon mal ein sehr guter Deal. Ne? Also wir haben noch 3 Punkte über. Aber wir brauchen halt auch mehr Truppen oder wie auch immer. Ne? Leadership ist, glaube ich, auch dann für Commands. Dann kriegen wir mehr Leute aufs Feld. Weil im Moment lohnen sich tatsächlich nur die 4. Mehr kriege ich halt im Moment tatsächlich nicht aufs Feld. 22 Terroristen, das wird immer weniger. Oh, krass. Nee, wir müssen die noch... Alter, die folgen mir sogar noch. Das ist mir auch noch ein bisschen zu heikel. Babin werden wir uns irgendwann holen. Wir werden irgendwann mal die Uman-Terroristen verjagen. Die stören auf Dauer auch tatsächlich. Oh, Mann. Oh, da hinten war was. Da hinten ist ja noch was. Oh. Cossack Rebels. Wen sollen wir uns anschließen? Kann man da irgendwie... Don't get involved. Habe ich mir schon was gedacht. Das könnten wir schon fast holen. Aber wie gesagt, hätten wir 1-2 Waffen mehr, dann würde ich sagen, okay. Aber so. Cossack Rebels, die habe ich auch noch nicht gesehen. Kann sein, dass sie sogar ein bisschen härter sind als die anderen Rebellen. Oh, hier ist jemand. Achso, hier die Dame. Wie sieht's... Oppala. Wie sieht's mit der aus? Wir haben nur immer Gift. Wir müssen ihr tatsächlich was schenken mehrfach. Oder einmal oder zweimal. Dann kommt sie mit uns. Hold on. Nee, ich will euer Leben. So, die holen wir uns jetzt. Dann haben wir wieder Leute, die wir liebenswerterweise wieder ausrauben können damit. Oh, es ist immer die gleiche Karte. Entschuldige, es wird... Damals war es ein bisschen spannender. Jetzt ist halt irgendwie so, du hast immer die gleiche Karte. Das ist echt ein bisschen öde mittlerweile. Nicht böse gemeint, aber ist echt öde. Also, da kann ich mir jetzt langsam mal was Spannenderes vorstellen. Also, es gibt ja noch keinen Häuserkampf. Vielleicht kommt irgendwann noch der Häuserkampf dazu. Wo laufen wir denn hin? Ah. Da hinten kommen sie ja schon. Okay, Moment. Ich laufe vor. Ich sprinte vor. Natürlich treffen die mich anstatt meine Leute. Weg.
Na komm. Er hat auch keinen Bock mehr, der hat sich schlafen gelegt. Na? Nein, der ist doch auch, der ist tot. Oh, das sind sogar Terroristen diesmal noch dabei. Mal schauen, was Terroristen droppen werden. Okay, also die Terroristen sind jetzt einfach zu besiegen. Zumindest mit dem, was ich jetzt hier habe. Das sind nur noch zwei. Was sind die denn? Alter! Puh! What's going wrong here? Alter, haben die mich einfach weggesnackt. Dann gehen wir einfach hier hoch. Es ist ja nicht mehr so viel. Alter, hat der mich einfach weggesnackt. Was ist denn los? Anscheinend mit einem Headshot oder sowas. Krasser Dude. Echt krasser Dude. Wo sind die denn? Es sind nur noch zwei Leute, so komm. Das ist ja nicht mehr die Welt. Stirb doch. Nummer 1 ist tot. Nummer 2 tot. Das war meine Rache. Jawohl, die haben neue Waffen. Oh. Besser als meine. Und wir haben einen Terroristen. Ja, den können wir teuer verkaufen, würde ich sagen. Den können wir echt teuer verkaufen. Also wenn der jetzt nichts kostet. Ja, okay. Der kostet ja fast nichts. Stopp. Hier. Auto-Equip. Auto-Equip. Ja, die können jetzt soweit nichts nehmen. Aber, das hat schon mal sehr viel gebracht. Diese Rüstung will ich gerne tragen. Die gebe ich denen nicht. Forest Combat Pad, Pants und sowas, das... Okay, aber die 60, wir haben 42. Das nächste Level, du wirst Bescheid. Mhm. That's mine. Na toll. Ich brauche Immuni und Leben. Ja, da... Der hat keine... Der hat keine Muni. Okay. Da müssen wir hier am Terroristencamp vorbei, ha? Level up. Ich würde die gerne hochleveln, aber... Ach komm, einmal. Alter, die sind ja fast unsterblich. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen Mine. Passt schon. Habe ich lange nicht gemacht. 9, 8, 7. Oh, die können uns angreifen. 6, 5, 4, 3, 2. Mal schauen, was wir so bekommen haben. 6 Iron, einmal Gatherline. So, sorry, ich trinke ab und zu immer wieder. Aber es ist so anstrengend auf Dauer. Achso. Pay Salary. Gut, das war jetzt nicht viel tatsächlich. Wenn ich mit dem Handel will, was nimmt er denn teuer an? Auf jeden Fall nicht das hier. Okay, also kann man machen, wenn man niemanden bekämpfen kann, habe ich das Gefühl gerade. Dann kann man echt Leute losschicken. Schade, dass man halt nicht mehr bekommt auf Dauer. Gerade je größer das Team ist quasi, desto mehr bekommen wir mit. Achso, wir können ja jetzt schon das zweite Team mitnehmen. Ja gut, einer, das ist der Einzige, der keine Waffe hat jetzt. Warte mal. So. Ich kaufe dem so eine Billo-Waffe. Komm, der kriegt eine VT. Und dann ist es mir auch egal, dann hat er auch eine Waffe. Zack. So, und jetzt können wir alle gemeinsam wieder Krieg führen. Haben wir drei Teams. Jetzt fehlt nur noch eines. Und dann sind wir wieder gut bei. Ich will noch einmal die hier haben.
Es sind noch zwei. Was? You've been in so many battles, we're confused. Would you be. Okay. Confused? I think so. The battles made me very sensitive. Okay. Okay. Was ist kaputt mit dir? Kämpfe sind notwendig, damit ich mich besser fühle. Weil ich liebe Kämpfen oder so. Okay. Du liest so. Hm. Wir könnten tatsächlich mit dem einfach mal so ein Looter-Camp einfach mal so richtig platt machen. Ich meine, wir sind ja jetzt hier irgendwo. Aber was ich bitter finde, da hinten wird es anscheinend härter. Wir können natürlich gucken gehen, wie das da hinten dann gleich aussehen wird. Oh. Die kämpfen hier wie bekloppt. Oh, wir könnten die Oman-Leute einfach umnieten. Aber wir gehen mal hier hin. Komm. Sure. Wir sind weniger, aber wir gewinnen trotzdem. Ich wette mit euch. Wir werden das auch super schnell ausräumen wahrscheinlich. Weil das relativ schwache Gegner sind. Denke ich mal. Denke ich mal. Wo sollten die Gegner jetzt herkommen? Weiß man das? Ja, hier. Ja, dann stellen wir uns wieder hier oben hin. Wir kennen ja unseren Spaß. Da. So. Seien wir mal ehrlich. Wir haben sowieso ein krasses Team jetzt. Wir haben eine krasse Waffe, wir haben ein krasses Team. Es kann nichts mehr passieren. Und wenn, dann sind wir doof. Ich hab schon zwei getötet, Alter. Also was? So, das ist meine Meinung dazu. Könnt nicht mehr. Da können kommen, wie viele wollen. Ah, Moment. Hä? Danke. Hab ich verklickt. Tot. Nö. Feuert einfach drauf. So, das ist so gar kein Problem gerade. Egal was da kommt. Hart kann es nicht werden. Ich meine, die machen auch jetzt hier bei uns keine so wirklich großen Schaden. Gut. Ich hoffe, es geht keiner von uns drauf. Vielleicht ist einer so anderen Level, weil wisst ihr, was ich meine? Oder jemand lässt sich von mir treffen. Meine dicken Werte quasi. Gut. Raider was killed. Das ist schon ein bisschen bitter gerade. Ich geh mal nach da. Oh fuck. So, tot. Ist doch kein Problem. Tot. Fast tot. Na komm. Also ich find's gut, dass sie das so eingebaut haben, tatsächlich. Puh. Okay. Tut mir persönlich nicht wirklich weh. Hat mich halt ein bisschen mehr überrascht. Ich war ein bisschen übermütig, glaube ich. So, wir laufen da jetzt rein. Ist mir egal. Ich heile mich schnell. Okay, die haben mich echt gerade überrascht damit. Dass die mich dann doch nochmal so weggehauen haben. Nehmen wir. Oh, okay. Haben wieder keiner dabei gehabt. Okay. Dann los geht's. Es sind ja nur noch 11 gegen 21. Und 21 wirklich gute Leute. Das ist halt so das Problem. Die sind auch gut ausgerüstet. Gut, einer von denen hat zum Beispiel keine Rüstung im Moment, aber die wird er gleich bekommen, hoffentlich. Nach dem Kampf. Ja, seht ihr ja, was passiert. Ja, da kommen die Schüsse schon. Oh ja. Hallo? Ich will mitfeuern. Ah.
So. So, geht doch mal drauf. Da vorne ist was. Ich platz mal hier rein. Kommt mal weg. So, das ist okay. Ich räche mich dafür, dass die mir jetzt so wehgetan haben in der letzten... in der letzten Schlacht quasi. So, geht einfach mal drauf. Zwei. Ja, ihr könnt ihn ruhig K.O. machen. Okay, haben gewonnen. So schnell geht das. Ja, also gute Waffen. Also Waffen halt, sage ich mal. Und das ist viel wert. Das ist echt viel wert gerade. Weil wir haben gar keine Waffen zum Teil. Für Leute. Und wir haben auch teilweise keine Rüstungen für Leute. Oh, hier. Patz. Alle ausgerüstet. Das war ein Deal. Hätte ich jetzt so nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin zu euch. Überrascht mich gerade. Ah, was ich machen könnte. Zumindest bei den ein oder anderen. Wobei, haben wir hier noch? Ja, hier. Ich meine, zack. 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 Okay, also das wundert mich jetzt auch, dass die Jacke und Pants. Hier sind auch noch ein paar. Ich glaube, ich habe genügend von dem Zeug. Ich glaube, ich kann noch eine Person ausrüsten hier. So, so. Guck mal. Bam, bam. Alle sehen normaler aus. Das ist wichtig, weil davor sahen alle irgendwie aus. Bei den Uman Brothers, ich würde mich gerne einmischen, aber ich würde die Uman Brothers eigentlich lieber platt machen. Mit den Lootern zusammen, weil das macht ja wirklich keinen Sinn. So, jetzt gehen wir nochmal in die Bar. Wir kaufen den für 200. Das ist ja nichts. Marketplace. Und jetzt verkaufen wir das, was wir nicht brauchen. So ein bisschen ist das schon. Oh, das ist schon ein bisschen was. So, hier bekommen wir auch tatsächlich nicht so gute Sachen. Was wir bekommen, wobei gut hier. oder die hier oder so, ne? Aber was ich gerne machen würde, ist Munition. Munition und Health Packs. Weil dann haben wir nicht das Problem, dass wir irgendwann mal out of ammo sind. Was langsam, aber sicher jetzt gerade in die Richtung geht. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, weil jetzt haben wir eigentlich so gut wie alle ausgerüstet. Wir machen mal vielleicht einen größeren Kampf wieder gegen Mountain-Leute oder gegen Mountain-Typen und dann hoffentlich können wir dann endlich die Terroristen schlagen, weil das wird langsam Zeit, ne? Von daher bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Auf dann. Ciao, ciao.